Leute, herzlich willkommen zum ersten Video. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einer Vorstellung von mir an. Ich bin Lisa. Ich wohne derzeit in Bamberg. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Leipzig. Die meisten werden mich bestimmt von Instagram kennen. Wir werden auch wissen, dass ich ein kleines Autoproblem habe, wie man auch an meinem Arm erkennen kann. Ich habe eine BBS-RS-Felge tätowiert und das Wichtigste für mich, mein BMW E36. Das hat bei mir damals schon angefangen, da war ich ca. 16, 17 Jahre alt. Da habe ich beschlossen, mir einen E36 zu kaufen, weil der schon ziemlich kaputt dastand und mir eigentlich mehr leid tat, dass er da so verwest ist. Und den haben wir wieder hergerichtet und seitdem, muss ich sagen, bin ich ein kleiner BMW-Fan und E36 ist halt meine große Liebe. Ich hatte mir damals die ganzen Teile vom Schrott besorgt und da natürlich kein Auto in der passenden Farbe schon da stand, habe ich eine rote Motorhaube gehabt, ich glaube noch. Dann haben wir den komplett im Cosmos Schwarz lackieren lassen und dann stand er eigentlich schon halbwegs gut da. Ein Foto von dem Auto, wie er als Harlekin da stand, habe ich auch noch. Das können wir jetzt gerne mal einblenden. Ein paar gescheite Felgen für das Auto hatte ich damals auch nicht. Ich hatte nur ein paar Originale und damals war BBS RS für mich so die Felge, die ich unbedingt haben wollte. Aber da sah es mit dem Geld halt noch nicht so aus und ich habe halt echt lange gespart, muss ich sagen. Und da kam dann mal kurz die Zeit, wo sich alle Mädels für eine besondere Tasche interessiert haben. Alle Mädels haben sich diese Tasche gekauft und ich dachte mir so, nee, ich gebe mein Geld lieber für die teuren Felgen aus. Oh! Und dann habe ich mir einen Satz BBS RS Felgen gekauft. Ich hatte sogar 5 Felgen. Ich werde jetzt einfach nochmal ein Bild einblenden von meinem E36, wie er halt damals dann vollendet, für mich halt perfekt ausgesehen hat. Ich habe dann mein E36 verkauft. What? What the fuck? Und habe mir danach einen Passat CC gekauft. Jetzt habe ich wieder einen E36, der steht draußen und wartet eigentlich nur auf seinen Einsatz. Ziemlich am Arsch. Yeah. Wir gucken uns jetzt noch kurz das ganze Auto an. Und zwar fangen wir gleich mal hier an der Seite an, wenn wir einmal da stehen. Der hat noch seine originalen Leisten dran, die werden dann irgendwann später durch die M-Leisten ersetzt. Den Schweller haben wir schon mal abgemacht gehabt, um zu schauen, wie der Rost unter den Schwellern an den Wagenheberaufnahmen ausschaut. Und ich muss echt sagen, es sieht nicht so gut aus. Ja, die Dichtungen werden wie gesagt alle ersetzt. Dann, als die Kamera nicht dabei war, haben wir vorne und hinten M-Stoßstange schon drauf gesteckt, um sie mal Probe zu stecken. Die Heckklappe haben wir auch schon einmal ausgetauscht, weil die hatte hier ein riesengroßes Rostloch und ja, das konnten wir nicht mehr schweißen oder anders irgendwie retten, deswegen haben wir die ausgetauscht. Ja, wie gesagt, Dichtungen, die werden alle nochmal erneuert. Hier sehen wir auch schön, wie der Rost sich hier schön durchgefressen hat. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie es unter der Motorhaube beim E36 ausschaut. So, hier haben wir das Herzstück von unserem
BMW. Und zwar haben wir hier einen reinen Sechszylinder, einen 323 mit 2,5 Liter Hubraum. Der hat so um die 170 PS und der ist Baujahr 96. Ja, und jetzt können wir mal herkommen. Und zwar so schaut ein Motor aus nach 180.000 Kilometern. Bisschen sehr dreckig und süffig hier drinne. Das machen wir auch noch mal schick hier drinne. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir noch mal in den Innenraum rein, wie das da drinne ausschaut. Wir haben einmal unseren Himmel, der war grau. Wir haben zum Glück kein Schiebedach. Den grauen Himmel haben wir rausgerissen. Der wird jetzt durch einen schwarzen Himmel dann ersetzt. Dann hat man innen drin einmal hässliche Holzleisten. Also ich muss sagen, ich bin kein Fan von diesen Holzleisten. Wir haben es alles durch schwarze Armaturen und schwarze Leisten ersetzt. Und Ledertürpappen haben wir drüben drin. Hatten wir hier ursprünglich auch drin, aber leider hat sich das Leder von der Türpappe gelöst. Und das müssen wir erst wieder zum Sattler bringen, der uns das hoffentlich wieder schön macht. Damit ihr seht, was ich meine mit der Türpappe, holen wir die mal schnell. Hier haben wir die Türpappe, ich muss sie mal kurz abstellen, die ist ziemlich schnell. So schaut meine kaputte Türpappe aus. Da hat sich leider das Leder von der Türpappe gelöst. Man sieht ja schön, wie die Luft da drunter ist. Und das muss einmal komplett abgezogen werden und muss neu gesattelt werden. Also so würde ich die Türpappe nicht an meine Tür wieder anbringen. Sieht dementsprechend scheiße aus. So, das war's jetzt auch schon mit unserem ersten Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gut gefallen. Und wenn ihr wollt, nehmt an der Umfrage teil. Ich würde gerne wissen, interessieren euch mehr so die technischen Sachen, was wir an den Autos verändert haben, Einbauten von Fahrwerken, Turbo-Umbaus. Schreibt mir das in die Kommentare. Sagt, wie ihr das Video fandet, gut, schlecht. Seid nicht so kritisch zu mir. Das war mein erstes Video. Ich finde es echt noch schwierig, vor der Kamera zu reden. Und es ist echt ungewohnt, weil ich stehe ja sonst noch vor der Kamera und mache Bilder. Und dann muss man immer bloß kurz mal gut aussehen, das war's. Ja, ansonsten abonnieren, würde ich mich freuen und ja, seid wie gesagt nicht so kritisch zu mir und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!